Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Reihe über das Thema, wie schreibe ich eigentlich eine Abschlussarbeit? Mein Name ist Jörn Schlingensiepen und ich habe die Beiträge zu dem Thema aus einem Vorlesungsmitschnitt zusammengeschnitten. Das heißt, Sie werden schon merken, da sind manchmal auch Hänger drin oder solche Sachen. Das habe ich jetzt im Gegensatz zu den Studioaufnahmen nicht rausgeschnitten. Also im Prinzip ist das Ganze eine in mehrere Teile zerteilte Vorlesung. Ich teile es ja immer ein, damit Sie direkt Zugriff auf die einzelnen Themen haben. Die Zwischenfragen der Studentinnen und Studenten habe ich mit einem Voice-Over überlegt. Ich denke, dass ich damit die Persönlichkeitsrechte der beteiligten Studenten ausreichend geschützt habe. Heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie man eigentlich so eine Abschlussarbeit schreibt, denn die hat ja immer den Anspruch, eine wissenschaftliche Arbeit zu sein. Und da gibt es ja so ein paar Formen, die man einhalten sollte. Beginnen wollen wir das Ganze mit ein paar grundsätzlichen Überlegungen zum Thema Kommunikation und Konversation. Und dazu steigen wir jetzt direkt in die Vorlesung ein. Das Wissenschaftliche in Klammern gestellt, nicht weil ich glaube, dass Sie keine wissenschaftlichen Arbeiten schreiben, ganz im Gegenteil. Aber ich habe mal so als PLV das vorbereitet gehabt. Mir geht es so ein bisschen darum, einfach mal so ein paar Fertigkeiten zu besprechen. Also es ist so, natürlich gibt es, sagen wir mal, so dieses wissenschaftliche Arbeiten und da gibt es Regeln für und wie man zitiert. Das kann man natürlich alles in einem Kurs in der Bibliothek ganz normal lernen. Ja? Oder Sie lesen ein gutes Buch darüber. Das ist kein Problem. Das sind so die formalen Sachen. Jetzt ist mein Ansatz erstmal die Frage, wie komme ich dahin? Also mir geht es so ein bisschen um diesen pragmatischen Teil, wie gehe ich eigentlich vor? Und natürlich, logischerweise, ein bisschen Schwerpunkt auf einer technischen Ausarbeitung. Ne? Also wenn Sie jetzt diesen Vorhersatz nehmen, können Sie damit wahrscheinlich keine Ausarbeit in Germanistik schreiben. So. Das einfach mal so als vorneweg, als Rahmen, was ich mir vorstelle. Wissenschaftliche Abschlussarbeit, Projektarbeit, irgendwas, können Sie sich irgendwas einsetzen, was immer Sie wollen. Also, mir geht es erstmal darum, wie gehe ich vor, was sind die Fertigkeiten, die ich brauche, was muss ich vorbereiten. Jetzt ist es in diesem Kurs natürlich, sagen wir mal, so ein bisschen der gespielte Witz, weil sie alle schon mal eine Bachelorarbeit geschrieben haben. Aber ich glaube, es schadet nicht, wenn man sich es einfach nochmal vergegenwärtigt, warum man bestimmte Dinge tut. Wie wollen wir vorgehen? Also ich möchte erstmal ein paar ganz grundsätzliche Sachen zur Konversation sagen. Da gibt es in den Gesellschafts- und Geisteswissenschaften den Herrn Gries, der da zur Konversation viel gesagt hat und das kann man ganz gut übertragen. Auch da kann man natürlich wieder sagen, gut, es gibt neben Gries noch 25 andere, aber die sind allgemein akzeptiert, die sind natürlich, wie sie es gehört, umstritten, aber ich meine, das sind Geisteswissenschaften, da gehört das zum guten Ton. Dann würde ich gerne ein paar Sätze sagen zum Thema Satz und Layout, weil mir geht es so ein bisschen darum, wieso mache ich das? Also was ist grundsätzlich Satz und warum mache ich ein Layout? Was ein bisschen auch was damit zu tun hat, wann mache ich mein Layout? Also mein Tipp ist immer, machen Sie Ihr Layout direkt am Anfang. Ja, viele schreiben, schreiben, schreiben und am Ende stellen Sie fest, oh, das Dokument müsste ja irgendwie ein einheitliches Layout haben, wäre ja schön, ne? Gibt es an der TH Ingolstadt eine allgemeine Vorlage für Abschlussarbeiten? Ja, es gibt verschiedene Ansätze. Also mein Tipp ist, fragen Sie Ihren Betreuer. Und zwar einfach aus der Grundüberlegung raus, dass der es nachher lesen muss und auch bewerten muss. Es gibt solche Vorlagen, teilweise auf Fakultätsebene, aber sage ich jetzt mal, es gibt natürlich auch jedermanns eigenen Geschmack. Ich habe jetzt auch eine Reihe Arbeiten betreut bei dem Automobilhersteller um die Ecke. Die haben auch eine Vorlage. Und es macht natürlich für die Studenten unheimlich viel Aufwand, wenn sie am Ende die Arbeit in zwei Vorlagen erstellen müssen, weshalb ich dann einfach die Audi-Vorlage akzeptiert habe. Weil das ist für mich egal, ja. Also Buchstabe an Buchstabe an Buchstabe macht Silben, macht Worte, fertig. Aber das ist was, das müssen Sie mit Ihrem Betreuer besprechen. Oder mit Ihrer Betreuerin. Aber in dem Fall sind Sie ja der Betreuer. Ja. Haben Sie eine Dokumentenvorlage, die wir benutzen müssen? Nee, also für die Arbeit jetzt sage ich einfach, dass da ist ja, das sind ja nur in Anführungsstrichen nur 20 oder 10 Seiten, je nachdem, wie viel Sie noch an Abbildungen drin haben.
Da sage ich einfach, nehmen Sie das Layout, das Sie schon haben. Also Sie haben alle eine Bachelorarbeit geschrieben und kennen sich hoffentlich in dem Layout ganz gut aus. Das nehmen Sie jetzt für diese Arbeit. Und bei der Abschlussarbeit fragen Sie den Betreuer. Okay, danke. Gut, dann kurze Überlegung zur Struktur von Dokumenten und Struktur einer Arbeit. Ganz am Schluss habe ich noch mal so ein paar Binsenweisheiten zur Technik. Kann man drüber reden, aber ich dachte, ich zähle sie mal auf, dann haben Sie sie zumindest mal gehört. Gut, fangen wir mit der Kommunikation an. Also Kommunikation, wie immer, ist ein lateinisches Wort, communicare. Und was ganz lustig ist, da geht es gar nicht so sehr um den Transport von Informationen, sondern die ursprüngliche Bedeutung ist eigentlich teilen und gemeinsam machen. Das heißt also, die Idee ist eigentlich, dass mein Gedanke der Gedanke des anderen werden soll. Also das heißt, wir machen uns ein gemeinsames Bild von einem Aspekt, indem wir darüber kommunizieren. Das finde ich ganz spannend, weil also gerade wir Techniker, wir haben ja so eine unidirektionale Vorstellung von Kommunikation, ne? Also vorne steht einer und sagt, dieses Integral lösen Sie mit diesem und jenem Ansatz, dann schreibt er das eine Tafel voll und dann hat er die Information, wie man das macht, einmal mitgeteilt. So. Wie viel dann jetzt beim Empfänger angekommen ist, ist fraglich. Und deshalb finde ich das eigentlich ganz schön, dass man sich mal überlegt, also Kommunikation ist im Prinzip nicht nur das Hinbringen der Information zu dem anderen, sondern eben dafür sorgen, dass er sie versteht, also dass er sie sich gemein macht, ne? Also quasi aufnehmen kann. Und Konversation ist nichts anderes als diese Kommunikation, also ein Gespräch unter Beachtung der Umgangsform, ne? Also wenn Sie irgendwo bei Miss Sophie zum Tee eingeladen sind, dann verhalten Sie sich halt anders als in Wacken, ne? So. Und wir verhalten uns in unseren Texten auch anders, ne? Also weil wir schreiben ja die Texte nicht aus Jux und Dollerei, sondern wir machen ja eine unidirektionale Konversation. Das heißt, wir haben natürlich auch so ein paar Regeln, ne? Also dass wir zum Beispiel zitieren. Aber das Ziel ist natürlich trotzdem, das zu transportieren, was wir erarbeitet haben. Ja, also wir machen ja in der Regel nicht sowas wie, ich mache eine riesige Literaturrecherche und schreibe mal zusammen, was es für Denkmodelle zu irgendwas gibt, sondern in der Regel haben wir ein technisches Problem, dann lösen wir dieses technische Problem und jetzt müssen wir den anderen quasi darüber aufklären, was wir gemacht haben. Daraus folgt auch etwas, was am Anfang ein bisschen schwierig ist, wenn man so die ersten Arbeiten schreibt, ist, es ist halt kein Erlebnisbericht, ja, sondern es ist ein Ergebnisbericht. Ja. Ich möchte dem anderen ja mitteilen, was habe ich rausgekriegt und wieso habe ich das gemacht und wieso ist mein Ergebnis besser als der Zustand vorher. Ja. Das heißt also, diese Konversation ist nach wie vor Transport von Informationen. Ja. In der Regel zu einem sachkundigen Leser. Ne? Also wir schreiben ja jetzt keine Lehrbücher, sondern sie schreiben ja normalerweise über was sie gemacht haben und dann soll der andere es eben verstehen. Das heißt aber, wir müssen natürlich gute Konversationsregeln beachten und wir müssen den Leser so führen, dass er eben ohne Rückfragen dem folgen kann. Ja? Das heißt, wir haben ja normalerweise die Möglichkeit, ne? Bei Miss Sophie zum Tee kann ich ja Rückfragen stellen und kann sagen, erzählen Sie mir doch mal, wie Sie damals nach Indien gekommen sind. Ja, aber das geht ja halt in dem Fall eben nicht. Gut, also schauen wir uns mal die Maximen an. Wenn Sie mal darüber lesen, also es gibt Abhandlungen allein über die griechischen Konversationsmaximen mit der Frage, ob das überhaupt verschiedene Maximen sind oder ob die sich überschneiden oder sonst was. Ich habe jetzt einfach mal die vier genommen, die so allgemeinhin akzeptiert sind, weil ich die ganz gut finde, um sich da dran entlang zu hangeln. Und das Grundsätzliche ist das Kooperationsprinzip. Ich muss quasi mit dem anderen kooperieren. Ja, ich muss dem anderen eine Chance geben, mich zu verstehen. Das ist, wie gesagt, bei einem Text mit der Gerichtetheit des Textes, also dass der andere nur lesen kann, eine besondere Herausforderung. Aber gilt natürlich nach wie vor Kooperationsprinzip. So, und dann gibt es die Maxime der Quantität, die Maxime der Qualität, die Maxime der Relevanz und die Maxime der Modalität. Schauen wir mal kurz rein. Also, Quantität. Mache deinen Gesprächsbeitrag mindestens so informativ, wie es für den anerkannten Zweck des Gesprächs nötig ist und mache deinen Beitrag nicht informativer.
Ist für uns relativ einfach. So anerkannter Zweck ist ja so eine etwas blumige Formulierung, aber bei uns ist völlig klar, der Zweck dieses Dokumentes ist ja zu dokumentieren, was ist mein Ergebnis, ja, und dem Leser das mitzuteilen. Und da ist es halt manchmal schwierig, wenn Sie was geschrieben haben, wo Sie viel Arbeit reingesteckt haben und dann stellen Sie fest, für meine eigentliche Lösung ist es gar nicht mehr relevant. Dann tut es manchmal weh, dass man es aus einer Ausarbeitung wieder rausstreicht, aber es muss manchmal eben sein. Auf der anderen Seite ist es auch manchmal so, gerade wenn Sie so Arbeitsabläufe beschreiben, dass der Leser die normalerweise nicht kennt. So, das heißt, da werden vielleicht zwei, drei Sätze, was weiß ich, in dem Unternehmen, in dem ich tätig bin, wird es üblicherweise so und so gemacht. Die schaden da nicht. Das muss man eben entsprechend abwägen. Das müssen Sie beim Reden ja auch. Also das ist jetzt nichts Neues für Sie. Gut, Qualität, das ist für uns jetzt unfassbar wichtig. Das ist ein ganz scharfes Schwert. Also hier geht es natürlich darum, also es muss wahr sein, was wir als Gesprächsbeitrag liefern, ne? Wie gesagt, das gilt jetzt bei Miss Sophie auf dem 80. Geburtstag ein bisschen anders. Da können Sie gerne die Geschichte, wie Sie damals auf hoher See die Segel eingeholt haben, noch ein bisschen ausschmücken. Aber bei uns ist es natürlich so, wenn Sie irgendwas messen, ja, dann muss das, was Sie gemessen haben, da rein. Und wenn es halt irgendwie nicht zur These passt, dann muss man halt erklären, warum es nicht zur These passt. Das natürlich jetzt in der Konversation steht jetzt so Sachen wie sage nichts, wofür du keine hinreichenden Anhaltspunkte hast. Das ist bei uns ganz klar. Wenn wir was behaupten, dann haben wir entweder einen Beleg dafür, also es steht in irgendeiner Norm, ja, oder es steht in einer anerkannten Messreihe, oder wir haben es selber gemessen. Ja, das ist natürlich wirklich ein, sagen wir mal, ein K.O.-Kriterium. Ja, jetzt bei uns, bei einer Ausarbeitung für ein selbstgeschriebenes Programm nur so mittelwichtig. Aber in der Realität, wenn Sie tatsächlich was Neues bauen, ist es natürlich ganz wichtig. Und deshalb haben wir ja auch in der Wissenschaft diese Tradition, dass wir Dinge belegen, indem wir einfach Zitate machen. Ne? Gut, dann Maxime der Relevanz und Relation. Da geht es halt im Prinzip, überschneidet sich das jetzt auch ein bisschen, also mit der ersten, der Quantität. Also relevant ist natürlich nur das, was ich dringend brauche, um zu verstehen, was der andere von mir will. Und Relation, da geht es im Prinzip darum zu sagen, naja, wir wechseln nicht einfach das Thema. Ja. Das heißt, für uns, unter Umständen müssen Themen raus. Ja, und unter Umständen ist es so, dass wir vielleicht auch mal die Struktur unseres Dokuments nochmal überdenken müssen. Ne? Also, dass wir sagen, okay, ich habe das eine zwar nachher erst gemacht und vielleicht auch erst nachher kennengelernt. Ja? Also, oft ist es ja so, dass Sie beim Arbeiten feststellen, hopp, da gibt es ja noch eine andere Richtlinie, die ist ja auch ganz spannend, die brauche ich noch. Das ist aber kein Grund, diese Richtlinie erst am Ende zu erwähnen. Ne? Also packen Sie es natürlich dann nach vorne, wo es hingehört. Wie gesagt, das Ganze ist kein chronologischer Bericht über das, was Sie gemacht haben, sondern es ist eine Darstellung Ihres Ergebnisses. Ja? Und da geht es eben im Prinzip so, dass wir den Leser eben führen. Ja? Und dazu gehört eben auch, dass ich nicht einfach ein Kapitel Schrauben mache und dann habe ich auf einmal ein Kapitel Wärmebehandlung. So aus dem Nichts. Ja, sondern man muss eine gewisse Struktur haben, sodass man den Leser entsprechend führt. Gut, und dann die Modalität ist für uns natürlich wichtig. Das ist im Prinzip, wenn man es mal so ganz runterbricht, heißt es, wir sollen aufgeräumt kommunizieren. Ja? Also hier steht jetzt, vermeide Unklarheiten, Mehrdeutigkeiten, Weitschweifigkeiten, Ungeordnetheiten, auch ein sehr schönes deutsches Wort. Ja, also hier geht es im Prinzip darum, das Ganze in eine Struktur zu geben, die der andere nachvollziehen kann. Und der andere hat keine Möglichkeiten zur Rückfrage. Ja. Das heißt also, wir müssen da an der Stelle uns quasi immer mal wieder in einen unbedarften Leser versetzen. Kleiner Hinweis hier, unterschätzen Sie auch nicht das Inhaltsverzeichnis. Also die komplette Struktur Ihres Dokumentes spiegelt sich ja im Inhaltsverzeichnis wider. Und in der Regel ist es so, dass die Leute, wenn sie mal so ein paar Arbeiten gelesen haben oder ein paar Bücher gelesen haben, und das ist ja in der Regel bei ihren Professoren so, dann fangen die Leute an, die Struktur in so einem Dokument als erstes Mal zu suchen, um sich da drin zurechtzufinden.
Und Sie sehen es ganz oft, dass Leute einfach zweimal das Inhaltsverzeichnis lesen, um quasi zu verstehen, wie ist diese Arbeit aufgebaut. Also, kleiner Tipp, machen Sie sich das Inhaltsverzeichnis aus Ihrer Dokumentenstruktur und wenn Sie feststellen, also dieses Inhaltsverzeichnis alleine, das ist irgendwie unstrukturiert oder an der Stelle irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar, dann überlegen Sie, ob das an Ihrer Dokumentenstruktur liegt und ändern die gegebenenfalls. Ja, und wie gesagt, das ist für uns kriegsentscheidend, ja, weil die Arbeit nachher ausgedruckt statisch dasteht, ne? Also irgendwie so eine flapsige Bemerkung bei so einem Samstagsmittagstee, ne, die verstrahlt irgendwie, aber dieses Buch steht und derjenige, der es liest, muss mit dem, was da steht, klarkommen. Der kann nicht mehr rückfragen, ne? Das ist ja im Prinzip das grundsätzliche Problem, das wir haben. Gut, das heißt also, was wir machen, ist, wir versuchen den Leser durch die Struktur, die wir ihm vorgeben, ne, man kann auch, also gibt ja im Deutschen dieses schöne Bild vom roten Faden, versuchen wir ihn durch unser Thema zu bugsieren. Ja? Also wir leiten ihn und am Ende ist es idealerweise so, dass er versteht, was wir von ihm wollen. Und wie wir das jetzt in eine Form umsetzen, das sehen wir dann im nächsten Abschnitt.